Werner Teske war der letzte Mensch, der in Deutschland hingerichtet wurde. Er starb am 26. Juni 1981 in der Vollzugsanstalt Leipzig. Teske war Ökonom, der 1967 von der Stasi angeworben wurde. Im Laufe der Zeit verlor der anfänglich überzeugte Kommunist den Glauben an das System. Er begann, Dokumente und Geld abzuzweigen. 1979 floh der Stasi-Mann Werner Stiller in den Westen. Der Chef des Ministeriums für Staatssicherheit, Erich Mielke, wollte bei Gelegenheit hart durchgreifen, um als Abschreckung ein Exempel zu statuieren. Nach einem Termin geriet Teske in Verdacht. Ihm wurde Spionage und Fahnenflucht unterstellt. Er wird zum Tode verurteilt und um 10:10 Uhr morgens hingerichtet.